Berlin freut sich auf das Derby, Hertha empfängt Union. Ein ganz besonderes Duell im Montagsspiel, das Erinnerungen weckt. In der Hinrunde gewann Hertha mit 2:1 in Köpenick. 2011 jedoch gelang Union der Kuh im Olympiastadion, die Eisernen siegten 2:1. Ein Schatten auf der Hertha-Seele, zwei Tore, die er damals nicht verhindern konnte, Michael Arz. Der Ex-Keeper denkt ungern zurück. Nee, das war scheiße und das war, wenn ich ganz ehrlich sage, das war, ja, das hat 3 Tage wehgetan. Aber gut, wir müssen weiter, want wir haben unser Ziel desmals gehabt und haben wir auch geschafft. Aber ja, so ein Spiel willst du gewinnen, nicht allein für dich selber, aber noch mehr für die Fans. Spielzug lud den langen Holländer zum Trainingsbesuch. Es wurde ein Wiedersehen mit Freunden. 2 Jahre war Arz bei Hertha, erlebte Aufstieg und Abstieg. Mittlerweile ist er vereinslos. Wird ausgerechnet am Montag am Kreuzband operiert. Dann will er nochmal angreifen. Auf das Deutschland ist Holland, da muss man sehen, was vorbeikommt. Aber ja, ich will definitiv noch ein paar Jahre Fußball spielen, klar. An der Alten Försterei sind natürlich auch die Unioner heiß auf das Derby. Thorsten Matuschka war vor 2 Jahren Freistoßheld und Matchwinner. Ein unvergessliches Erlebnis für den Kapitän. Der Freistoß war nicht so gut geschossen, er war trotzdem drin. Das war dann im Endeffekt egal. Und danach haben wir richtig geil Party gemacht mit den Jungs und die Fans natürlich glücklich gemacht. Und das, ja, versuchen wir natürlich wieder zu wiederholen. Es ist zugleich ein Spitzenspiel der zweiten Liga. Zweiter gegen Vierter auch. Wenn 15 Punkte zwischen den beiden Teams liegen, es wird spannend im großen Stadtduell zwischen Hertha und Union.